Seit Jahresanfang ist die Hafenmundbrücke an der Uferstraße gesperrt. Ja, die Brücke ist 1913 im Zuge des Kanalneubaus errichtet worden und hat mittlerweile mit fast oder über 100 Jahren ihre Lebensdauer erreicht. Zudem haben wir hier mit der Uferstraße eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in der Stadt Gelsenkirchen. Wird jeden Tag von ungefähr 20.000 Autos befahren. Und um hier eine funktionierende Infrastruktur vorzuhalten, ist hier halt eine intakte Brücke erforderlich, die Tragfähigkeit auch hergibt, um praktisch den Verkehr zu gewährleisten. Die alte Stahlkonstruktion soll neuem weichen, doch dazu muss sie erst einmal weg. Die Brücke, die wir jetzt ausheben, die alte Brücke, die schon geleichtert ist, also wo praktisch schon der Brückenaufbau entfernt wurde, die Betonplatte entfernt wurde, wiegt jetzt noch 230 Tonnen. Ja, das ist also das Gewicht, was der Kran dann praktisch zu bewegen hat. Wir sind im Januar dieses Jahres angefangen mit der Maßnahme und sind also guter Dinge, dass wir in der vorgehenden Bauzeit von 13 Monaten, also so Ende Februar nächsten Jahres, die Maßnahme abschließen können und die Straße dann wieder für den Verkehr freigeben können. Einen weiten Weg muss die alte Brücke über den Kanal nicht zurücklegen. Auf einem vorbereiteten Gelände wird das Stahlgerüst in den nächsten Tagen mit Schneidbrennern zerlegt und vor Ort für die Weiterverwendung aufbereitet.